Wie sage ich das am besten? Wir sind nicht ganz normal. Was für andere ein Knall ist, ist für uns eine exotherme Kettenverzweigungsexplosion. Was für andere stinkt, sind für uns die flüchtigen Eigenschaften von Trans-3-Methyl-2-Hexensäure. Was für andere bunt ist, ist für uns eine oszillierende Joduhr. Was für andere leuchtet, ist für uns eine Lichtemission infolge einer Chemilumineszenz. Manche nennen uns deshalb Nerds und das sind wir auch. Aber welche, die was können? Mit Pipetten hantieren, Reagenzgläser schwenken, Glas runterschmeißen. Oh ja, jede Menge Glas. Soll Glück bringen. Oder gilt das nur für Porzellan? Ach Mist. Was für andere blubbert, ist für uns eine ästhetische Sublimation. Was für andere brummt und zischt, ist für uns eine Redoxreaktion. Was für andere schön ist, ist für uns formvollendet geschwungenes Glas namens Kippscher Apparat. Was für andere ostdeutsche Provinz ist, ist für uns Jena. Die Licht- und Glasstadt, in der man mit dem Fahrrad Richtung Park trabt und nach dem Labor noch einen guten Tag hat. Das soll nicht überheblich klingen, aber in einer Krise verzweifelt die Haare raufen kann jeder. Wir können an Diagnostik forschen, Wasserstoffsynthese mit Sonnenlicht betreiben und die Batteriesysteme der Zukunft entwickeln. Wissenschaft heißt für uns, die Sinne schärfen. Und Chemie studieren heißt, den Blick verändern. Danach siehst du die Welt mit anderen Augen. Denn Chemie ist überall. Die Frage ist, warum bist du noch nicht bei uns in Jena?